Hallihallo. Schön, seid ihr wieder da. Der Blumenmann ist auch wieder da. Und ich habe gedacht, hey, ja, der Tod, das Sterben gehört dazu, zum Blumenmann, zur Floristik. Und ich habe gedacht, ich habe heute so eine Urne. Das ist eine Urne von einem Gemeinschaftsgrab bei uns in Großhöchstetten. Das heißt, diese Urne wird nicht in den Boden versetzt, sondern auf ein Loch gestellt. Und dann wird hier an diesem Hebel gezogen. Das Loch öffnet sich unten und die Asche kann der Erde übergeben werden. Ja, und es gibt es für Möglichkeiten. Es gibt ganz viele. Es gibt die Möglichkeit, da unten einen Kranz zu machen. Es gibt die Möglichkeit, hier oben einen Kranz zu machen mit Blumen. Das habe ich mal schon gezeigt. Das siehst du oben jetzt gleich den Link eingeblendet. Aber ich möchte euch heute mit diesen Dendrobium-Orchideen eine ganz einfache Idee zeigen. Die Urnendekos, die müssen ja jeweils nur ganz, ganz kurz schön bleiben. Und dadurch habe ich gedacht, nehmen wir doch so eine Jasminranke oder vielleicht auch zwei. Und die wickeln wir da ganz einfach um diesen Kranz. Wenn du jetzt, um die Urne, machen wir da einen Kranz. Wenn du jetzt denkst, was soll das? Was passiert, wenn diese Jasmin zu welken beginnt? Wir können das mit dem Finishing Touch, können wir das verhindern. Und zwar können wir hier mit diesem Spray verhindern, dass eigentlich dieses Grünmaterial oder einfach die Blumen verwelken. Und zwar verschließen wir so eigentlich die Poren mit diesem Finishing Touch. Und so können wir eigentlich schauen, dass am Schluss die Blumen, auch wenn sie gebraucht werden, immer noch toll aussehen. So. Es soll eine ganz schlichte Deko sein und dadurch nehmen wir auch nur einen kleinen Teil von dieser Dendrobium-Orchidee und stecken die hier passend oben drüber. Da schaut jetzt noch der Spitz ein wenig raus. Das nehmen wir jetzt hier ab und können dann nochmals zwei Blüten hier ein wenig als Verstärkung noch reinmachen. Und dann haben wir eine ganz schlichte, einfache Deko für diese Urne kreiert. Ich schaue jetzt da, ist noch eine schöne Blüte, die ist da ein wenig zerdrückt, zerknittert. Und so legen wir diese doch hier auch noch rein. Dann kann der Bestatter, der Totengräber hier ganz praktisch dran ziehen und eigentlich die Urne schön öffnen unten. Weil es jetzt hier unten noch nicht so schön aussieht, nehme ich da noch das Ganze und dann ist diese Urne auch wirklich dekoriert für einen Trauerfall, wo vielleicht die verstorbene Person nicht so gerne ganz viele üppige Blumen hatte, oder wo man sagt, ja, es soll schlicht und einfach und schön sein und dann passt doch diese Deko super. Ich nehme jetzt auch für die Dendrobium nochmals ein wenig diesen Finishing Touch Spray. Wie gesagt, unten den Link dazu, wie du dieses bestellen kannst. Jetzt trocknen wir die Urne da noch ein wenig ab und ich lege dann noch ein Zellophan über diese Urne, damit es auch nicht wirklich noch mehr verdunstet, und dann haben wir diese Deko auch schon kreiert. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diesen schnellen, einfachen Tipp vom Blumenmann anzuschauen, wie du eine Urne schlicht, einfach und schön schnell dekorieren kannst. Unten kommt ein neues Video von mir. Oben schnell schauen, wie man einen Trauerkranz mit einem Bouquet kriegen kann. Und da das Abo nicht vergessen, weil der Blumenmann hat immer was Blumiges für dich bereit. Dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.